Moin, Leute. Ja, zurück vom Wasser und Zeit wird's auch mal wieder, wie ich mir sage. Ja, Leute, ganz kleines Zwischenvideo heute mal. Ungeplant. Auf jeden Fall sehr, sehr ungeplant. Kurze Einleitung dazu. Ein Kumpel schrieb mir heute Morgen, ich setze mich mal bei dir dahin an den Teich. Ich sag, was, du setzt dich hier an den Teich? Ist eigentlich so ein Seeangler. Definitiv sitzen wir sonst am großen See. Und fand ich schon sehr interessant, auf jeden Fall. Aber das hatte noch nichts damit zu tun, dass ich da zum Angeln fahre. Und zwar bin ich dann mit meinem Lütten losgefahren. Auch zum Angeln. Ich wollte mit meinem Lütten tatsächlich hier. Ich sag, warte mal, wir kommen da auch hin. Ich will eh ein bisschen fiedern. Mit dem Lütten zusammen machen wir, kommen wir eins rum. Ne? Ja. Da hatte ich ja irgendwie so ein bisschen Langeweile gehabt, so gegen 11, 12. Ich sag, was? Ich weiß, ich komme dich jetzt schon besuchen. Ne? Dann kam ich an, ich sag, Michi, wo ist dein Futterboot? Weißt? Hab ich nicht mit, ich bin, wo ist dein Schlauchboot? Hab ich nicht mit, bin mit dem Futterboot unterwegs. So, mach mal. Ist ja nicht schlecht, wie gesagt, ich angel auch sehr oft mit dem, oder relativ oft manchmal mit dem Futterboot, wo du halt die Möglichkeit nicht hast. Aber so wie hier hätte ich definitiv immer ein Schlauchboot mitgenommen. Naja, dauerte nicht lang, das Futterboot wollte nicht, warum auch immer, dann hing das dann im Schilf tatsächlich fest. Ist tatsächlich so passiert. Ich sag, weißt du was, ich fahr jetzt nach Hause, ich hol mein Schlauchboot, dann hol mir erstmal dein Futterboot wieder raus. Dann fahr ich wieder nach Hause, dann hol ich meinen Lütten ab, dann werde ich ein bisschen fiedern. Dann hab ich meinen Lütten abgeholt, wir haben ein bisschen gefiedert, ein bisschen Kleinkram gefangen, ne, Platzen, Rotaugen etc. Brauche ich euch nicht erzählen. Und dann dachte ich mir, könnt ihr eine Nacht mitmachen, ne? Wie gesagt, schon spät, Leute, keine Ahnung, 18, 19 Uhr, ich weiß, hab ja das Zeitgefühl auch mal wieder so ein bisschen verloren. Machst mal eine Nacht mit. Naja, guten Eindruck bei der Frau zu Hause gemacht. Ich sag, du, dann mach ich eine Nacht mit. Ja, mach mal. Kann sich der Milch mal mit dem Rest rumplagen, ne? Spaß beiseite, Leute. Nein, tatsächlich, bin ich eben auch mal losgefahren. Hab eine Route rausgebracht. Wir sitzen jetzt hinten an meiner bekannten Stelle, werdet ihr doch gleich sehen. Mit 6 Routen. Michi hat so ein bisschen die ganze linke Ecke abgefächert. Und ich habe mich jetzt so ein bisschen auf die rechte Ecke konzentriert. Ich ziehe auch bei mir ein Zelt mit einem drum und dran. Ein großes Dreimann-Zelt. Passt meine Liege alle Male rein. Ich habe jetzt bloß gedacht, bevor wir alle jetzt uns nur auf dieses Feld hier konzentrieren, dann lenke ich eine um. Ich habe mir von zu Hause so einen 3-Meter-Stab mitgenommen. Der ich mir hier vorne am Busch reingeknallt. Und habe eine Route jetzt Mitte, solange wie der Dümpel ist, gefahren. Habe die über den Stab umgelenkt. Boot lasse ich hier vorne liegen. Wenn was ist, musst du den halt vom Boot grillen. Da ich mir einen Marker geschmissen, die nicht gute. Für das Gewässer ist das schon viel. 150 Meter jetzt von mir längs Gewässer. So ein bisschen weggedrillt. Wie gesagt, erste Route ist drin. Wisst ihr, kennt ihr von mir immer so ein bisschen. Meine Ungeduld spielt immer so ein bisschen meine Rolle. Da werde ich den doch so ein bisschen fuchsig. Zweite Route mache ich jetzt auch fertig. Eben habe ich eine rausgebracht. 1,20er drauf. Und ein 1,20er Bananefisch. Und ein 16er oben drauf. Beides sinkend. Maximum. Ein Bananefisch und ein Maximum, beides vom CSB. Auf die hänge ich mir zwei 16er. Einfach zwei 16er Bodies, beide auch sinkend. Am 4er Korda Gamakura Hang, kleinen Kicker. Wie es von mir immer eigentlich schon kennt. 25. Das Vorfach ist sogar ein bisschen länger geworden. Vielleicht ein 25 bis 30 cm langes Vorfach. Safety Clip Montage. 70 cm langes Leadcore. Und in dem Fall habe ich sogar noch Schlagschnur von Daniel letztes Mal drauf. Und wollen wir mal gucken, wie gesagt, an der hänge ich mir aber definitiv ein Blei an. Ein Blei, mein Gott, heute muss ich mich auch noch wieder sammeln hier. Ich bin noch kaputt vom letzten Mal angeln, aber glaubt ihr nicht. Beim letzten Mal angeln war nämlich gerade tatsächlich vorgestern. Oh, ich muss auch ganz ehrlich sagen, das war ein bisschen anstrengend für mich. Ich weiß, viele haben das so ein bisschen diskriminiert. Aber manchmal mache ich so ein Schweinkram ganz gerne mit. Und dann ist das auch so. 120 Gramm, einfach ein Safety, zack. Leute, ich will mir ein paar Bodies vorbereiten. Und dann wollen wir uns mal da drüben noch irgendwo eine schöne Stelle suchen, ob wir noch was gemarkert kriegen. Wie gesagt, so viel Megaplatz ist nicht mehr, aber irgendwas werden wir schon finden. Leute, dranbleiben. So, meine Freunde, wie gesagt, hier habe ich zwei 16er mal drauf. Eine werde ich noch gleich rausbringen. Die werden wir mal richtig schön konservativ lassen. Da haue ich ja, definitiv auch nur ein 16er. Ich habe noch meinen super schick mit. Ein 16 mm. Ist das ein Grandpa Secret? Muss ich jetzt mal tatsächlich gucken. Es ist der Grandpa Secret in 16 mm, den ballern wir da noch rauf. Mal gucken.
Wie gesagt, heute freue ich mich für das auch eine schnelle Nummer, definitiv über jeden Fisch. Ob ein großer oder kleiner ist egal. Wie schon sagte, jetzt habe ich eine draußen mit einmal 16 mm Banane Fisch und einem 20 mm Banane Fisch und 16 mm Maximum. Ich komme da bis heute immer noch durcheinander. Und zwei jetzt natürlich nur mit dem Maximum. Das ist ein schöner Body, definitiv. Ich mag den gerne. Das habe ich schon mal gesagt gehabt. Und den werde ich mir auch auf definitiv in 20 und 24 nochmal nachbestellen. Der macht für mich mega geilen Eindruck. Aber der Name sagt es eigentlich schon. Maximum. Da ist das Maximale drin, was da reingehört. Ich habe mich geangelt. Ne, gefangen. So, nehmen wir mal einen Boilie-Cutter, wie gesagt, der ist für 16 mm Boilies. Es gibt so viele Sachen, die ich mir unbedingt immer nachbestellen sollte. Wollte. Vieles geht immer so ein bisschen unter mal nebenbei, muss ich ganz ehrlich sagen. Gerade wenn du denn die Angelsaison hast, dann geht er echt viel unter. Oh, nicht geizig. So, das haue ich auf den nächsten Spot, Leute. Ich habe ein paar halbiert, ein paar ganze lasse ich drauf. Ich werde hier jetzt auch nichts mischen. Ihr wisst von mir, ich mische immer gerne Boilies. Das habe ich jetzt hier gemacht. Bei dem habe ich jetzt, wie gesagt, bei der ersten Route, die ich rausgebracht, 20er raufgehauen, 16er raufgehauen. Bei der, wo ich jetzt wirklich den, ja, nicht den Stuhl angeln, wo ich jetzt wirklich nur die zwei 16er rauflege, da werde ich jetzt auch wirklich nur die Maximum auf dem Spot füttern. Ich werde mir da drüben am Schilf eine schöne Stelle suchen. Mal gucken, wie gesagt, wie sich das verhält heute hier mit 6 Routen. Wie gesagt, das ist ein bisschen eine enge Nummer. Aber ist egal, mich freut es. Ich kann nochmal mit einem guten Kumpel eine Nacht mitnehmen. Und das hilft für mich immer mehr, als irgendwelche Fische zu fangen. Kann man sich abends noch einen schönen machen. Und von daher, Leute, erstmal dranbleiben. Wie gesagt, ich will mal eine Route rausbringen. Eine bringen wir auf jeden Fall noch zusammen raus. Machen wir. Aber ich fahre die jetzt erstmal raus. Ihr wisst, ich brauche nur. Ich muss zwei Eisen im Feuer haben. Oder mindestens eine. Und die bringe ich jetzt auch noch raus. Schon spät. Dranbleiben. So, meine Freunde, zweites Eisen im Feuer. Wie gesagt, Mitchis Routen stehen da. Wie gesagt, sehr, sehr guter Kumpel von mir. Sehr, sehr guter Kumpel von mir. Kennen Sie es mittlerweile auch schon? Mann, ich bin. Wie lange bin ich mit meiner Frau zusammen? Davor schon 15 Jahre. 13 Jahre, 15 Jahre. Mitchie hat mir damals auch tatsächlich den See gezeigt, der bei mir um die Ecke ist, wo ich denn da hingezogen bin. Und deswegen kenne ich Mitchie auch tatsächlich nur als Seeangler. Definitiv, er sitzt immer am See. Und wo der heute zu mir schrieb, ich werde mich mal eine Nacht bei dir da an den Teich setzen, da konnte ich einfach nicht anders. Also, der hat gesagt, da muss ich hin. Ne? Da führt denn kein Weg dran vorbei. Letzte Route, Leute, die bringe ich mit euch zusammen raus. Ich weiß nicht, ich wollte sagen, Grandpa Secret. Oh Gott. Ich könnte mich reinlegen in die Dinge. Ich könnte mich reinlegen in diese Boilies. Hakuna Banana. 16 mm. Eine halten wir mal ganz einfach. Ich musste, ich sag, Mitch, hier, nimm mal, ich habe den Dip auch tatsächlich mit. Ich sag, nimm dir mal einen Geruch, weißt du? Das Erste, was der zu mir sagte, Müllermilch. Das ist, also, das, in meinen Augen kommt nichts an eine Banane ran mit dieser Body. Das ist, die riechen so geil. Das soll gar nicht groß Werbung sein. Aber ich empfinde das tatsächlich so. Kennt ihr irgendwas, wenn ihr irgendwo dran riecht? Es riecht geil und ihr müsst immer wieder dran riechen? So riecht dieser Boilie. Also, oh, I love it, Alter. Das ist der Wahnsinn. Mach ich auch nichts anderes, Leute. Vierer Haken, ganz einfach. 16 mm Hakuna Banana. Den legen wir einfach mal ein bisschen einmal rüber. Und ich hatte hier einen 20er drauf. So, zack. Den legen wir einmal um. Hakuna Banana, auch im Vierer Haken. Auch im Vierer Kordagamro. Kurahaken. Bei Montagen ändert sich eh nichts. Sehr lange Montage sogar noch vom letzten Mal. Definitiv schon 30 cm Safety Clip Montage. Musste ich mir mal schnell Blei leihen. Wie gesagt, ich bin ja auch so ein bisschen wieder so ein Bauer hergefahren. Aber wenn eine Einladung lacht oder wenn es irgendwie mal schnell gehen muss. Michi sagt auch, kannst bei mir im Zelt mit pennen. Ein großes 3,5-Mann-Zelt. Alles cool. Was sind das hier? Ich gucke einfach mal. 113 Gramm unten dran, das reicht, da ist der Hakeffekt alle Male gegeben. Zack. Die würde ich aufs Plateau pflastern, weil das wird schon echt eng hier tatsächlich. Wir haben seinen Pott gerade mal umgestellt, noch weiter nach links, damit wir wenigstens, wenn was ist, mit dem Boot in der Mitte agieren können. Und ich habe schon eine Route platziert, hier das im Hintergrund, da steht so ein Stab im Wasser. Die habe ich umgelenkt und ganz weit nach hinten reingesetzt. Eine noch weiter hinten rein und. Mitchis letzte Route nicht geradeaus rüber. Ich werde mir jetzt da vorne das Plateau suchen. Und dann wollen wir mal gucken,
ob wir nicht heute irgendeinen Fisch fangen können. Wie gesagt, ist nur ein kleines Zwischenvideo, Leute, von daher. Alles gut, dranbleiben. So, Leute. Kannst du gerne mal mit draufhalten hier, Michi. Wie gesagt, wir sind zusammen einmal rausgefahren. Die lege ich auch direkt vom Schilf ab. Ich wollte die vom tatsächlich vom Plateau ablegen. Aber bei dem Wind hier wäre das jetzt zu viel des Guten. Und wie gesagt, ich will da heute auch nicht übertreiben. Schnelle Nummer, kurze Nacht. Mal gucken, was passiert. Hauptsache mit dem Kumpel zusammen. Zack, eine Hand rauf, zweite Hand rauf, dritte. Mal richtig schön gestreut, damit er auch ein bisschen was zu suchen hat. Noch eine rauf. Lasst euch nicht täuschen, Leute, so viel ist das nicht. Das sind wirklich nur... Okay, weil ihr gesehen habt, so viel ist das tatsächlich nicht. Das ist nur eine Riesenstreuung, weil ich die halbiere. Deswegen sieht das immer sehr extrem aus. Aber viel ist es tatsächlich nicht. Wollen wir mal gucken, ob wir jetzt zwischen den ganzen Schnee hier auch wieder rückwärts rauskommen. So. Ist mir ein bisschen zu viel Schnur hier hinten. Muss ich ganz ehrlich sagen für euch, Leute. So, mal ausparken hier. Drehen wir den Kahn mal um. Und einen Vorwärtsgang rein. Ja, so langsam wird er filmen, der Nummer, ne? Dann wollen wir mal gucken, dass wir nicht noch eine Schnur einsammeln hier. So. Liegt nämlich seine auch da drüben. Ja, wir eiern noch ein bisschen. So, jetzt fahren wir aber schön zurück. Tja, Leute. Die geht noch ins Pott. Machen noch ein bisschen Armbrot. Ich trinke mal Bier aus. Dranbleiben. So, meine Freunde. Ja, wie hier. Kleines Zwischengebrabbel. Kleines Update. Die jaulte tatsächlich schon einmal kurz. Ja, genau. Die piepte schon einmal ganz kurz. Ich weiß nicht. Ich hoffe, man sieht das. Ich habe die umgelenkt über den Stab, der da drin steckt. Dass ich um den Busch rumkomme. Die habe ich extrem weit nach hinten gefächert. Genau die musste natürlich auch schon einmal piepen. Wie gesagt, bei mir sind alle Ruten, brauche ich auch glaube ich nichts Neues mehr zu erzählen, sind die Bremsen zu. Ich angel die alle vom Schilf, bei mir ist die Bremse zu, da wird nicht viel passieren. Wie gesagt, ich habe auch das vorletzte Mal, keine Ahnung, Leute, die länger dabei sind, wissen das, 20 Pfund gefangen, dann nochmal den 16 Kilo auch nochmal. Ja, der wird das gewaltig rumhauen, dann macht das so ein bisschen, da piept ein bisschen. Man sitzt mit dem Zelt direkt hinter der Rute. Hier muss ich natürlich jetzt nicht groß mit Watthose oder sonst was reinspringen. Habe ich auch nicht jedes Mal Bedürfnis. Ich mache das gerne mit den Routen, die im Zelt sitzen. Da bist du schnell in der Route, kannst anschlagen etc. Und von daher, ja Herrgott, wie ich schon sagte, alle Bremsen zu. Ein Kumpel von mir hasst das wie die Pest. Ich kann es bis heute nicht nachvollziehen. Ich habe da nie schlechte Erfahrungen mitgemacht. Mir wurde noch nie irgendeine Angel ins Wasser gezogen oder sonst was. Starterring, den großen, wie gesagt, bei mir sind das so eine 50er Starterringe. Ich knall mir die so ein Stück in der Bissanzeige. Selbst wenn es doch mal ein bisschen zu doll geht, dann ist hier spätestens ist da Feierabend. Dann würde die Rute da ranziehen und dann ist Ruhe. Ich habe hinten immer die großen Gummiklipse drauf. Dann nimmst du die Rute hier, da klipst du die rein. Die halten extrem. Ich habe auch bei mir gummierte Griffe. Das hält. Rodpot ist eh bei mir immer im Boden verankert. Ich habe vorne sehr lange Banksticks mit angebaut und die gehören zu dem Rodpot mit zu, die drücke ich mir in den Boden rein. Das Ding steht wie eine 1, da wird gar nichts passieren. Das piept ein bisschen, wie gesagt, die eine hat jetzt schon mal ein bisschen gepiept. Naja, kleines Update, wir gleich ein bisschen Armbrot machen, Leute. Ja, wie gesagt, habt ihr schon tausendmal gesehen, ich erkläre es trotzdem auch mal ganz gern. Heimvorteil, ne, mache ich auch mal ganz gern. Ist gerade schön, Wind hat ein bisschen nachgelassen, angenehm so auf dem Wasser. Von daher sehen wir uns gleich vom Armbrot, Leute, dran. Ich habe mich tatsächlich für euch so ein bisschen hier mal ins Wasser gesetzt. Wie gesagt, gibt nicht so viel zu sehen. Ist nun mal so. Und soll euch nicht das mega Video werden. Das wird so ein kleines Zwischenvideo, gerade wenn ich mir so ein bisschen, so wie heute, mal so ein bisschen abends anrück. Was soll ich mir da mega rauskitzeln? Ne? Da kann ich mir auch nur das übliche Gebrabbel, was ich sonst so gebe, geben. Und heute bin ich eh so ein bisschen, mal gucken, verhalten. Ne? Wie gesagt, ich habe noch ein paar Bratkartoffeln da, eine Bratpfanne. Das haben wir uns auch noch gleich fertig, so ein bisschen hier rein. Und ich mache mir jetzt erstmal einen Kaffee, Leute. Dranbleiben. Ja, Leute, Prost erstmal. Mann, das Ding wird und wird nicht kälter. Ja, ist nur löslicher Kaffee. Nehme ich tatsächlich immer zum Angeln, bin ich ganz ehrlich, haben mich schon viele gefragt. Ist eine einfache Variante. Ist natürlich jetzt kein Kaffee-Vollautomat. Und brauche nicht viel zu sagen. Aber der ist ganz okay, finde ich. Was ist das hier? Das fragen manchmal mehr viele. Nehmen wir ganz einfach hier von Jakobs.
Der ist ganz trinkbar. Ne? Wie gesagt, ich habe bei mir zu Hause auch in der Küche einen Vollautomaten zu stehen. Ist jetzt nicht damit vergleichbar, aber ist trinkbar. Ich finde den ganz okay. Gibt Schlimmeres. Ne? Und von daher. Tja, Leute, wir nähern uns langsam den 4000 Abonnenten. Das werfe ich jetzt mal hier so ein. Übrigens mal, Leute, die neu dabei sind, lasst mal ein Abo da. Ist kostenlos. Ne? Alles gut. Wir nähern uns so ein bisschen den 4000 Abonnenten. Und da wollte ich mir ein bisschen was einfallen lassen. Boah, ich bin ganz ehrlich. 4000 Abonnenten, oh, schon stabil. Ne? Und da wollte ich auch ein bisschen was für euch bringen. Und da wollte ich auch mal gucken, dass ich so ein bisschen alle mit einbringe. Ich weiß noch nicht, ob ich mir das so richtig überlegt habe. Aber ich wollte ein bisschen was machen für euch. Und ihr kennt ja sicherlich alle diese Challenge. 24 Stunden ein Fisch. Gibt es ja sowas, ne? 24 Stunden fangen Schleie, 24 Stunden fangen Hecht etc. Ich würde das gerne ein bisschen hochschrauben, das Niveau. Klingt jetzt hart. Ich würde gerne mit euch, wenn ich die 4000 erreicht habe, diese 4000 Abonnenten, machen wir 24 Stunden drei Fische an. Und wir werden das mal ein bisschen ausstreuen. Ein Hecht, ein Karpfen, eine Scholle. Das heißt, wir werden zur Ostsee fahren, wir werden an See fahren, versuchen Hecht zu angeln. Und wir werden hier fahren und versuchen Karpfen zu angeln. Das habe ich mir so vorgenommen. Mal gucken, was ich noch. Ich weiß, das ist ein großes Ziel. Das wird auch ein mega stressiger Tag für mich. Aber das ist mein Dankeschön an alle. Ich weiß, viele von mir wollen doch dann mal wirklich mal wieder ein bisschen was von Ostsee sehen. Fahre ich nächste Woche auf jeden Fall hin. Hornfisch angeln. Habe ich noch einen Schirm drauf. Das Video heute war überhaupt nicht geplant hier. Und von daher. Das passt ja auch gar nicht so richtig ins Schema, das sollte hier gar nicht rein. Jetzt sollte eigentlich ein Ostsee-Hornfisch-Video kommen, aber Gott, wie ich schon gesagt, wenn ich angeln fahre, blende ich euch das ein. Und von daher, warum soll ich mich verbiegen, es gehört damit zu. Aber wie ich schon sagte, wenn ich die 4000 im Sack habe, dann machen wir was Verrücktes. Und das wird ein ganz verrückter Tag. Leute, ich würde mal gucken, achso, dass ich mir meine Bratkartoffeln hier in den Sack kriege. Und will auch euch nicht mehr zu lange voll brabbeln. Wie schon mal sagte, so spektakulär ist das nicht. Und ich bin auch vorhin schon wieder ganz schön durch. Und Leute, wir sehen uns morgen früh mit Fisch oder vielleicht heute Nacht beim Drill. Dranbleiben. Einen wunderschönen guten Morgen, Leute. Ja, für eine ganz schnelle Nummer. Er ist noch ein bisschen aufgeregt. Ist es doch okay. Einer hat sich erbarmt, oh, ein halbstarker. Sonst ist gar nichts passiert. Gar nichts. Luftdruck noch gestiegen heute Nacht auf 1029 hoch. Nicht ein Biss. Aber Gott, will ich mich nicht beschweren. Gestern ein paar Ruten rein. Ein Fisch gefangen. Ist der Plan doch mal wieder irgendwo ein bisschen aufgegangen. Und kann man am frühen Morgen rechtzeitig abbrechen. Meine Erfahrung ist, morgens ist hier eh nicht groß was passiert. Oh ja, nun spielt er mit. Könnt ihr noch einmal sehen. Ist doch geil, Leute. Ja, dranbleiben zum Schlusswort. Tja, Leute, da ist hier um die schnelle Nacht, ne? Ist halt immer nicht viel dran, ne? Aber ein konnten wir wenigstens hangen. Ekelhaftes Wetter. Mai durch nächste Woche und oh, sitzt hier morgens immer noch halb und frierst. Der Wind, der knallt hier hinten so rein. Stramm Nordwestwind drauf. Recht stabil auf jeden Fall. 1030er Luftdruck von gestern Abend von 1021 noch gestiegen auf 1030 jetzt. Total tote Hose. Naja, wie gesagt, mit Hängen und Würgen noch einen Fisch gefangen. Michi, der will, weiß ich gar nicht, eigentlich will er noch zum See fahren jetzt ein, zwei Nächte. Mal gucken, ob der das noch macht. So richtig glauben tue ich das nicht. Für mich geht's nach Hause, Leute. Wie gesagt, wollen wir eine schnelle Nummer. Hab diese Woche genug Karpfen gesehen. Oder zumindest genug Karpfen angeln. Reicht. Leute. Kurz und knapp, wie es von mir kennt. Ende guckt sich eh keiner an, ne? Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir mal einen Daumen oben da, wenn ihr nichts verpassen wollt. Lasst den Abo da, wie ich schon mal sagte. Ist kostenlos. Es kostet nichts. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall nächste Woche wieder. Und bis dahin, Leute, macht's gut. Liebe Grüße von mir. Ich bin raus, euer Chupinio. Ciao.